Jo, liebe Leute, wir sind wieder da mit einem weiteren Yu-Gi-Oh! Opening und zwar haben wir Dawn of Majesty und was noch geil ist, am Samstag sind wir auf der Anni-Night in Vösendorf und öffnen oder schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir eine fette Überraschung für die Leute dort. Bin gespannt, wie sie darauf reagieren werden. Wenn sie dort seid und uns vielleicht findet, dann habt's vielleicht ein Glück. Ja, dann gibt's vielleicht was. Also kommt vorbei zur Anni-Night. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr in Zukunft solche Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst eh, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein. Ich sagte, ich predikte eine Starlight. Was magst du? Ja. Welche Seite? Ich nehme rechts. Das war eh klar. Nein, ich nehme halt mal links. Nein. Ich sitze rechts. Eigentlich sitze ich rechts. Ich muss rechts nehmen. Also von eurer Sicht her, so sitze ich links. Da bist du deppert 2 Stunden später. Huh? Ja, ist immer noch nicht offen. Er ist da kompletter Lost. So viel. Oha! Oha! Jedes Mal crack ich's. Das heißt, ich nehme rechts. Na okay. Das ist, ich nehme links. Ja. Ich hab 4 Boosty. Let's go! Last Pack Magic magst du haben oder will ich haben? Oder machen wir erst ein Pool? So geil, ich hab. Na, machen wir einfach. Ich fange an. Wir könnten uns mal einen Würfel besorgen und einfach drum rollen. Ist ja nicht so, dass wir genug Top-Trainer-Boxen von Pokémon aufmachen. Oder? Es Pikachu entscheidet. Es Pikachu. Kopf. Ah, das ist immer Zahl, die Münze. Immer. Immer ist Kopf normal. Na, immer ist Zahl. Stimmt, Zahl ist immer ist Zahl. Heißt, tun wir nochmal. Ah, okay. Ja, erstes Zähl. Wirklich. Du darfst aussuchen, habe ich gesagt. Okay, du darfst aussuchen. 4 Karten waren das da. Also, was wir heute noch rausziehen würden, ich hätte nochmal gerne eine Lalube, beziehungsweise noch 2. Einen haben wir schon auf Deutsch gezogen, weil den kann ich dann mit Shadow in. Stimmt, jetzt haben wir. Stimmt, ja. Braincrack. Stimmt, wir haben jetzt ein englisches Display. Ja, genau. Da haben wir in Chronomali Tempel, in Batsuzule, in Shinobi, in Chronomali, in Sambel. Das Sushi Bar. Dann haben wir in Dragon Lark. Und Trickstar Festival. A Festival! Yeah! Tornado! Aber die gehen gut aus. Tornado! Erst wir haben da ein Bier, ich mach's dann mit Corona, Alter. So. So gefällt. Schau, wir haben das Magike Duo. Magike Duo. Magike, dann Rotten, the Heavenly General. Mhm. The Temple, Margin Trading. Dann wieder der Vogelbeste auf Englisch. Alwain, the Essence of Vanity. Dann Slower Swallow. Dann denk. Boah. Boah. Cloth Key Use. So ist K-I-Y-S. Dann den Gusto Vedia. Und wir haben B-Trooper Formation. Und weißt du, was ich cool finde? Wir haben endlich. Wir haben endlich mal in den ersten Packs und keine Pools. Beschwer dich. Ja, nein, normalerweise haben wir immer was die. Mhm. So. 4 Karten nach vorne, es ist wie Pokémon. Dreamed Loading, Dimmer Synthesis, 2 Toads with 1 Sting, Chronomali. Wird das heißen, 2 Kröten mit einem Stich? Ja, wirklich, urnice. Der Doom Barrier, Master Diplom, Sambel und wir haben die erste Ultra. Nice. Die Protecting Spirit, Logaket. Wie? Logaket? Ja, Logaket. Geil. Heißt wirklich Logaket, schaut. Le Baguette. Le Baguette, Le Baguette. Aber das ist Französischen. Der ja. Ersten Pool hast du wieder mal immer, gell? Immer. Du wolltest diesmal die andere Seite. Ah, stimmt, das ist rechts, ja. Haben, gell? Oha. Ja. Das Glück ist auf meiner Seite. Hätte ich sogar Dings pullen müssen. F-Zero, falsches Set. Ja, falsches Set. So, Kategorie noch keine gemacht. Vor. Bin gespannt, ob wir jetzt wieder auch Parallelen haben. Wir haben Amaze Attraction, dann das Gunkan Sushi Biard CC Support Spot, Triumid Loading, die Namen, der James Bond, Branded Bond, dann Gunkan Sushi Bikura, Despair. Ist zum Beispiel auch cool, die spielen wir sogar, obwohl es ja kommen ist. Nicht schlecht, einen Aquamator, das spielt man auch, ist auch sehr stark.
für das bedeckt immer. Und ich habe Peach Trooper Scale Bomber. Keine Ultra. Ich sag da bei mir, 6 Pools gibt's da. Ja, 4 Ultra und eine Starlet. Nein, so Secret. Aber die ist, das heißt, das ist so stark. Das oha, ist also, schau, wie die mittlere gewölbt ist. Ja, das ist jeder. Jedes okay. Schau. Siehst du, jede mittlere ist gewölbt. Oder ist vielleicht, weil es ein Starlet ist. Die erste? Ist. Nein, das ist bei jedem Booster komischerweise. Go-Ugi. Tailwind. Ist die mittlere ist oder die erste war? Müssen wir nachher schauen beim Frühstück-Pack. Stardust Real. Genau, Stardust Support. Despia. Master Diploman. Und Stardust Synchron. In Secret Rare. Secret Rare, ja. Nice. Ja, du hast halt die Tools auf deiner Seite. Ja, wirklich. Secret Rare. Secret, ja. Ja, also okay, Starlet sieht man ja, Starlet ist nicht. Aber der wäre geil gewesen in Starlet, hä? Aber Stardust Synchron. Stark. Ja. Hast du schon meine Seite gönnt, meine Seite gönnt. Ja, hast du schon dein ganzes Pulver verschossen? Na, es gibt nur 4. Mal schauen, ob ich dich da. Warte, jetzt schauen wir mal beim Freshen. Ist auch. Ist das die, welche Karte jetzt? 4 gebogen dann ist? War das die letzte immer? Ja. Ja, wobei das jetzt nicht so. Das geht ja nicht so schlimm. Dann wieder den Flying Red, der rote Karpfen, dann 2 Kröten, die Different Dimension Derby. Dann Pazuzule, Eero, Pixtree, Dispatch, Wabara. Okay, Gunken, Sushi, Shagariri. Aber auf Englisch ist das schon hart. Auf Englisch ist das schon hart, viel zum Lesen. Am Endeffekt, das ist, ich habe es mal halbwegs durchgelesen, aber da bestellt sich einer was und ist unzufrieden mit seiner Bestellung und regt sich auf. Und, was haben wir da? Wir haben den B-Trooper Scout Buggy. Sie haben die zweite Secret Rare gezogen. Ja. Yeah. Das heißt, bleiben noch eines vorne. Leider keine für die Big Secrets, aber wenn wir zum Glück auch nicht die schlechtesten, so sind wir so mit. Ich finde den cool, den Marienkäfer finde ich leimend. Aber der Synchron ist geil. Der schaut nice aus. Aber die Effekte sind wieder mal Secret Rare-mäßig sehr schön. Nicht gefallen von den Pokémon-Karten. Überhaupt nicht. Nein, komplett was anderes. Also wirklich schönes Fall. Fall mal. Sehr schön. Na? Hätte ich, sag ich mal, von der Value ein bisschen ähnlich. Aber kann jetzt statt der Ultra auch eine Secret sein? Also, Starlet kann man noch immer dazu ziehen. Okay. Dann schauen wir mal. Branded Bond. Dann Magic Key. Magic Key. Springens. Dribble D. Der Fleder, der Grüne. Das erinnert mich an das eine Musikvideo von der Tweakers. Okay. Also, der Tweakers. Der Tweakers. Ja, stimmt. Shake the Jimmy, genau. Und der Follow Fern. Wie ist der? Das ist der Name. Aber das kann man wenigstens schön lesen. Das schwarze, weiß auf schwarz. Ja, fix. Das ist so ein super Kontrast. Shake the Jimmy. Jetzt habe ich einen Ohrwurm das ganze Video lang. Der Tweakers, wenn Sie es da seht, einblenden. So, was haben wir? Demis Synthesis, Markin Trading, den Bären. Gusto Vedir, Majestic Absorption, Stardust Trail und wir haben Maki K Beast Ancial Bolas. Nice. Jetzt haben wir Krankheit. Corona. Coronas Lonas. Shake the Jimmy. So, die Sushi Bar. Dann haben wir da Gunkan und ich weiß nicht, wie ich es ziehen soll. Chronomali, Dispian, Tragedy, der komische Kröte. What the fuck? Konohana Sakuya. Das ist ein cooler Name. Stardust Trial und in Elbion. Elbion erinnert mich irgendwie an Herr der Ringe, die Elben. Ich hab die ganze Zeit das Lied jetzt im Kopf. Weißt du, das hilft gegen Ohrwürmer? Das Lied nachher hören. Ja, fix. Sich das Lied anhören, weil dann haut man es durch. Das Musikvideo ist so geil. Baby Dragon. Sein jugendfreier Channel. Monster Assortment. Das ist der Monster-Misch. Ein Monster-Misch. Dann Despia Theater of the Branded. Sehr coole Common. Master Diploman. Konohana Sakuyuka. Und wir haben, die habe ich auch gezogen. Die habe ich zum. Wolofaringens, The Darkest Dragon, Doomrinder. Ah, Doomrider, nicht der Rinder. Die Rinder. Okay, ich sollte ein paar, also ich würde es brauchen auf jeden Fall. Weil ich ja komplett auf
Evil Twins bin. Ich hätte noch gerne die Super Rare für die Evil Twins aber mal. Ich glaube Sunny Snitch oder so, heißt die? Sunny Snitch? Englisch. Dieses Mega Sushi, Alter, das flasht mich. Kriege ich Urenhunger. Ur die Frechheit. Und Stellar Wind. Das ist geil. Das ist zum Beispiel ein sehr guter Pull. Das der ist stark. Ultra Rare, die ist, der hat gerade überhaupt einen kompletten Hype am Markt bekommen, weil ein paar Turniere wieder waren und jetzt ist die Karte komplett aufgekauft worden, weil man halt gehofft hat, irgendwie, ja, weißt du, wie wird die performen, wie die kommen. Und ja, ich glaube, die ist sogar mehr wert als die Secret Rares, was wir gezogen haben. Nee. Ja. Schauen wir dann. It's not bad. Mhm. Na, hol auf. Ja, das schaffe ich. Schwer. Kann ich wirklich nur noch mit einer Starlight Rare. Nein, nicht vom Wert, sondern eigentlich allein schon für die Pulse, ja, habe ich schon drin. Ja. Willst du tauschen? Nein. Nein, ich habe das angeboten. Aber wir haben Magic Key Unlocking, dann Amaze Attraction, Wikinger Vortex, Tailwind of Gusto, Beast King Unleashed, die Spaparazzi, die Kröte, der Slower Swallow, das Gunken Suship. Da müsst ihr euch auch mal ein Fun-Deck bauen gehen an das Spiel. Und wir haben, und ich habe eine Ultra Rare, B-Trooper Sting Lancer. Das heißt, letztens haben wir gar keine Trooper oder gar keine Bees oder Insektenzungen, jetzt haben wir sehr viel B-Trooper. Zwei sogar. Eine Secret und eine Ultra. Wir haben sogar Super Rare auch gezogen. Nice. Letztens haben wir gar keine gehabt. Aber es ist wir haben, naja, die erste Karte nicht, der erste Pool war ein bisschen offside, aber sonst sind eigentlich die Karten immer ziemlich ähnlich, gell? Hintereinander für die Pools her. Fix. Monster Assortment. Tailwind, das heißt, of Gusto. Wenn es in seinen Shop geht, nehmt euch das erste Booster, ist 5. das 12. Federset. Und Magic, den habe ich auch schon gehabt, oder? Den hast du gehabt. Na, das da war aber ein Magic Key gehabt. Ja, Magic Key. Magic Key. Magic Key. Magic Key. Der erinnert mich wieder an Rafiki von König der Löwen. Ah, okay, ich habe komplett was anderes gerade im Kopf gehabt. Und wir haben einen B-Trooper. Schon wieder B-Trooper. Ja, jetzt haben wir sehr viel B-Trooper-Support. Mhm. Aber das ist halt doch, also das sind alles so neue Deckthemen, die haben halt noch alle noch nicht so viel Support. Das ist auch lustig, es wären halt jetzt, ich will nicht sagen aus Verzweiflung, aber immer wenn neue Deckthemen kommen, meine ich, finde das eh cool, wenn dann immer aus alten Sets. Der Pot ist schlecht, oder? Der ist ultra schlecht. Die haben auch so uroft schon gezogen, in Tailwind. Ach, der Langhalskröte. Shake the und schon wieder Magic Key. Also das müsste ich jetzt das nächste Mal, wenn wir noch Displays öffnen, immer anhören. Anfrage ist schon draußen unter Tweakers. Hey, dürfen wir es verwenden? Glaubst du, geht das, wenn du wirklich ein Lied so oft singst? Nein, das erkennt er nicht. Dass das ganze der Filter erkennt man schlechtes Singen nicht. Dann den Shinobi Insekt, Hagakura Mino, Converging Wills Dragon, Dragon Lark, Perrin, Alien Stealth Buster, Gayamora, Gayamora, Dragon Shield, leider keine Starlight, aber Despia Prosenion. Schaut aus wie der Obelisk, oder? Prosenion. Sind das Schlangen? Ich glaube, schau, das sind das zwei Schlangen. Ist ja nicht. Fix. Ah, das ist eine. Ja. Ja, wer wird die letzte Ultra Rare ziehen? Ich! Oder haben wir eine Starlight Rare? Puh. Also schon cool. Das wäre wirklich nice. Jetzt haben wir schon lange die letzten Hauptsets. Lightning Overdrive hat gar nicht gönft. Gönft. Blazing Vortex. Ja, Ur hat uns gönnt. Starlight Rare. Sogar keine schlechte. Haben wir da nicht Reinforcement so? Na, das war ein anderes Set. Night End and Respirator. Ah, Pot, genau. Das andere waren eigentlich immer Zwischensets. Da war Incense Guardians, da war. Ich predikte es, ich hab die vierte. Glaubst? Ja. Tausch mal. Nein. Irgendwann mal sagst du ja. Ist. Okay. Halt mich verdammt. Der Link Apple! Aber gleich im Pool die Pfanne gehabt. Ja. Yeah. Ja. Aber cool, den haben wir auch noch nicht. In Link-Apfel. Haben wir noch nicht gezogen. Link-Apple. So nice. Erinnere mich an iPhone. Wegen Link? Nein, Apple. Wieso deppert komplett? Komplett hops genommen. So. Oh,
Damit kannst du iPhone spezial beschwören. Wirklich. So wie der Tripod in Scary Movie 4. So kannst du dann beschwören. Und? Down Wrestler. Fast. Dino Wrestler. Smackdown vs. Raw, hat mir das gerade im Kopf. Boah, das war geil. Das waren coole Zeiten. Das waren noch geile Spiele, Alter, auf der Bläse. Hat es nicht sogar Fernsehsendung auch mal gegeben? Ja, Smackdown. Smackdown vs. Raw. Es war Smackdown und es war Raw und das Spiel war dann Smackdown vs. Raw. Und es gibt auch die Events Smackdown vs. Raw. Danke, Ken Ikura. Letzte Karte. B-Trooper, das Armorhorn. Ja, also ich habe wirklich Käfer-Support. Ohne Ende, ja. Und noch immer keine. Erstlich, ich sag das. Ich glaube auch, dass diese Käfer, das ist das Deckthema, noch ein bisschen stärker werden wird. Weil Konami, die machen das immer gern, so alte Deckthemen aufkommen lassen, wieder neu. Dass man halt wirklich von früher nochmal dieselben Karten spielen kann. Und vielleicht haben die damit die Insekten noch was vor. Und schon wieder der Mechamorter. Der Morty. Mechamorter. Die erste, was wir doppelt haben. Das haben wir auch schon letztes gesagt, gell, dass jetzt, ab jetzt immer hinten oben dabei steht, dass es nicht dass garantiert von Konami aus nicht mehr garantiert ist, dass man Karten bekommt. Das heißt, dieses ein Dings pro Case, das pro Case und so weiter, das ist gar nicht mehr garantiert. Richtig. Finde ich aber auch gar nicht so schlecht, dass das so machen. Makekedur, Patazule, Beast King Unleashed, Monster Assortment, dein Ding. Glacier Aquamador, Desperate Tragedy, Dragonlark, Perrin und... Willst du tauschen oder willst du nicht tauschen? Ich bin mal gespannt, wer die letzte zieht. Und dann ist wieder Aero Display. Ich hoffe es nicht. Gerade haben wir es gesagt, es gibt keine Garantie mehr, aber ich würde es schade finden. Ui, das griffelt. So, Beast King Unleashed. So läuft das. Dreifach D. Ich weiß. Schlecht. Dispatch Barbarazzien, Alien und ja, die vierte Ultra Rare gezogen. Du wolltest nicht tauschen. Ja, geil. Das heißt, es waren vier auf einer Seite. Richtig. Das heißt, vier Pulls auf einer Seite. Stark! Das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da jetzt was habe? Wahrscheinlich nichts. Und da habe ich das auch ich einfach nur mehr Madison durchs Inaba Hopping Hair of Hakuto. Letzter geiler Pool. Naruto sagen. Aber wunderschöne Secrets, die gefallen mir vom Artwork her. Die ist halt, ich glaube, das ist die beste Karte, die wir gezogen haben. Meister Value. Oder sollte ähnlich sein wie die zwei Secret Rares. Aber der ist schon gut. Der ist schon nice. Wie gesagt, die B-Karten, ob die nochmal kommen oder noch kommen werden. Die Glitters Foil finde ich mega schön. Wirklich mega schön. Und unsere Ausbeute für heute. Na, bin ich gespannt. Ja, vier Pulls. In Zukunft noch haben. Ja, die geht eindeutig an dich, die Runde. Definitiv. Hast du mich geschlagen. Richtig. Und wenn ihr zukünftige Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst eh. Liken. Abonnieren. Die Glocke aktivieren. Haut rein. Erdmann mal Schuhstuhl.